Und willkommen zurück zu Let's Play Lampensimulator 2015. In der letzten Phase sind wir stehen geblieben. Wir haben ja den Regen einigermaßen überstanden. Und wir müssen jetzt gucken, ob wir hier was einen Namen kriegen. Komm, Sam, zieh, du schaffst es. Ich weiß, du schaffst das. Ich weiß es. Du bist doch der Beste, den wir hier haben. Moment. Hm. Soll aber später nichts mehr werden, wenn du dann zwei Ränge hast, dann bist du auch ein bisschen Arsch schwach auf der Brust, soll ich einfach mal sagen. So, einmal hier abtanken. Da, Frühstartlager wieder. Schön, 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 schön. So, dann einmal den Dolz geschnappt und ab runter Ladewagen geholt. Den Ladewagen geholt. Dann haben wir nämlich das nachher gespart. Weil bis der Casey umgehört fertig ist. Das dauert noch, da kann nämlich unten schon schon das neue Feld eingesät werden, je nachdem. Wird wieder hier kommen. Wo ist denn New Holland denn? Der war jetzt da. Ich stehe aber nicht im Weg hier, oder? Etwa doch. Stehe ich im Weg? Oh ja, ich stehe im Weg. Und tut sich auch nichts an der Prozentzahl, sehe ich gerade. So. Den hatte ich auch seit gestellt, ne? Ja, wunderbar. Oh, ne. So. Dann kann der Weizen eigentlich auch dann, wenn die Ernte fertig ist, verkauft werden direkt. Ziemlich. Aber das gehört nämlich schon wieder drin. Ah. Halleluja. Kommt so viel. Wow. Geld jetzt rein. Na. So, tun wir erstmal oben die Querspur wegholen. Damit wir dann noch vernünftig hier rum runterfahren können. Oh. War nichts Augsburg. Kriegst du es zurecht, der riecht es gleich jetzt auf. So. Und dann freie Fahrt mit Marschbahn. Wenn ich dann den Pickup auch senken würde. Das wäre sehr, sehr sinnvoll. Sonst bringt die ganze Scheiße nämlich nichts. So, da muss ich gucken, da muss ich eigentlich noch den die Press und so nach hier unten schaffen, muss ich unten, dass ich hier noch irgendwie einen Unterstand hinkriege. Weil das brauche ich oben, da oben eigentlich nicht mehr. So. Ich muss den da hier ab unterstellen. Den hier. Ich muss überlegen, was brauche ich denn hier dann? Für einen Unterstand. Ich hab den Ding, muss ich hier muss ich stehen. Ladewagen muss ich unterstellen, ein Platz. Dann den Hänger muss ich unterstellen. Trag tatsächlich das mal gerade nett mit. Muss ich unterstellen, zwei stellen muss den Mähdrescher und drei. Was habe ich denn für Stellplatz überhaupt? Fünf Plätze, das höchste. Dann gönnen wir uns auch den höchsten mal gerade einfach. So. Hier unsere Halle. So, bingo. Na, mal spannend, wie das passt. Habe ich natürlich ein bisschen am Weg gesetzt, aber. Ah ja, das passt schon. So, dann kann ich den eigentlich auch jetzt direkt nach oben bringen. Denn das Ding ist voll.
Alles voll und alles voll. So, überall Differential rein, hat er ja mit nichts durch drin, dann Volldampf voraus. Wenn man hier Volldampf nennen kann. Also, das hat bringt nichts. Also, ich kann den Brusch ausschalten. Ja, gut, aber der Allrad bringt auf jeden Fall schon mal. Wollte das nochmal behaupten. Weil es sieht auf jeden Fall besser an als wie anders. Ha, boah, nee. Und wieder Nacken so weh. Lass die ganze Zeit vom Stück am Au den ganzen am Stück aufnehmen vielleicht. Naja. Ob der drin war, weiß ich jetzt nicht wirklich. Hat aber auch für kein Tor entschieden, glaube ich. No. Voll in die Arme vom Torwart, super. Da muss mehr Korner kommen, Hannover, wenn ihr die schlagen wollt. So, der Case meldet sich, sehe ich gerade. Ah, schön gut, aber vorher muss ich den Weizen unten abtanken. Wieder, fast. Noch runterbringen. Bis dahin dürftest du eigentlich dann auch voll sein. Hoffe ich zumindest mal. Wenn nicht, muss halt gerade Moment warten und stehen bleiben. Oh, oh! Rote Karte Hannover. Oh, er hat den aber wirklich rausgeholt. Das ist wirklich rot. Jo. Hallo. Das durfte wehtun. Das tut weh. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, Hannover ist im Unterzahl. Wenn es dann jetzt gleich nicht bei den Tor rappelt, dann war ich auch nicht. So, schaffe ich, komme ich überhaupt mal dazu, jetzt hier das Stroh einzusammeln, bitte? Ha. Ganz klar, offensichtlich nicht. Naja. So, sie sind jetzt einigermaßen gleich. Der Case, der hängt irgendwo. Ganz offensichtlich. So. Muss ja mal gerade gucken. Der hängt da bestimmt am Haus hängt da, okay. Da ist mir nur der, der am Haus hängen bleibt. Probleme hat er doch sonst nicht. Komisch. Aber da ist mir wirklich nur, dass der hier im Haus hängen bleibt. Wer weiß, woran das liegt. Naja, egal. So. Du machst da weiter, dann tanke ich nämlich jetzt direkt ab. Und dann kümmere ich mich um die Zuckerrüben, die nämlich auch so weiter zu abgetankt werden können jetzt gleich. Wo ich schon aufpasse, dass ich dann nicht wieder dagegen wandere, wie gerade eben. Upsa. Das muss ja nicht unbedingt sein. So. Dann tank mal gerade schnell ab, ehe der Zuckerrübenmensch da fertig ist. Ich schau mal ein bisschen vor. Weil sonst habe ich alles da hinten auf der Achse alles drauf. Und Köln kommt auch auf keinen grünen Zweig, ne? Naja. So, wie sieht's aus? Ja, ich weiß, ich stehe unten im Weg. Also, ich muss es gerade nochmal holen. Ich brauche mein Fachten. So. Nein, da war der Verkehrte. Ich stehe auch immer in der Füße, ne? Egal, passt, dann passt das auch mit den Zuckerrüben.
Hier, wenn wir jetzt durch sind. Also voll sind, nicht durch sind. Das dauert noch, ehe die durch sind. Oh, 2-1 Dortmund. Schön. Tja, Sache. Ich habe es ja gesagt, jetzt wo die in Überzahl spielen, dauert das lange Rappels bei Hannover beim Tor. Dort. Ja, wunderbar, gerade so. Dann bleiben wir gerade hier stehen, denn da können wir direkt wieder wegbringen, wegfahren. Weil nämlich der Dings ja ziemlich direkt voll ist. Der Hänger meine ich. Hier fehlt Wort gerade nicht ein. Das war jetzt 100 Spieler, dann spielt auch bei einem neuen Spielen. Ich habe gerade den Spielplan nicht im Kopf. Da muss er dann wohl sein. Dann bin ich mal gespannt, dann werden wir auch kleinen Spieler gewinnen. Hehe. Wie auch immer. Komm, Sam, gib Gummi. Komm, Sam, gib doch Gas. So, Weizen ist gleich für bereit zum Abtanken. Ich komme nicht zum Stroh einsammeln, ne? Überhaupt nicht. Aber hier ist doch irgendwo der Wurm drin. Aber richtig. Ich habe keinen Bock dafür, aber habe aber auch wieder keinen Bock auf eine Nacht- und Nebelaktion hier. So. Und jetzt. Hat ja auch schon ein bisschen was geschafft, kriege jetzt hier. So. Ja, der nächste ist der Holland wieder mit dem Weizen. Und dann noch der Raps wieder kommen, auch der New Holland wieder kommen. Und dann eventuell nochmal Zuckerrüben und dann kommt der Raps wieder. Oder vielleicht kommt der Raps auch vorher. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich mich jetzt hier auf den Weg machen kann. Ich kann nicht. Doch, ich kann nicht stehen bleiben. Aber seit der hier unten ankommt, ist er schon wieder voll. Das ist eine Tatsache. Nein. Den Traktor brauche ich. Den Deutz. Ja, gerade am gucken, welcher Deutz. Was ist das richtige Modell? Aber trotzdem der falsche Traktor. So, jetzt müsste ich. Bleibt er stehen. Wunderbar. Und ich kann auch stehen bleiben, kann also direkt wieder zum Stroh gehen, zum Stroh einsammeln. Das ist auch sehr schön. So, der nächste wird der Raps sein, der sich meldet. Bremsen. So, wunderbar. Wo? Ah, der ist es. War gerade leicht disorientiert. Oh, 3-1. Ella Badge. Für Dortmund übrigens. Ist ja, was ich gesagt habe. Und das war perfekt für Dortmund. Wenn die. Ja, kein Abseits. Schönes Tor. Nicht schlecht, Herr Specht. Hätte ich nicht erwartet. Na, ja, aber vernünftig richtig auf hier. Oh, hab ich schon wieder was stehen lassen. Ach nö. Naja. Nutzt an, nix. Hab mich alles mit Liebe, Geld tut. Alles Mögliche. So ist er das da, wunderbar. Und dann flitze ich mal gerade schnell hier durch. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei für heute. Und da müssen wir mal schauen. Na? Ja, nicht ganz. Ich stehe nicht genau mittig auf der Rampe. Das ist schon wieder Unding für das Dinge. So, jetzt. So, Leute, ich würde auch mal sagen, das war's für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wollte ich einfach mal sagen,
sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao.